Wir kommen zum nächsten Vortrag im Rahmen des Dies-bis-Anwender-Treffens 2020, gehalten von Luise Rumpf von der Universitätsbibliothek Bamberg. Wir haben gerade im Vortrag zuvor über Biografien gesprochen, und wenn man so ein Programm zusammenstellt, fragt man sich ja immer, welche Vorträge thematisch ähnlich sind und vielleicht zusammen in einem Teil der Session laufen sollten. Und von Biografien ist es zu Publikationslisten und Projektlisten nicht weit. Es ist aber aus meiner Sicht doch was ganz anderes, weil es da eine ganz andere Form der Einbindung der Daten meistens in andere Tools braucht. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Thema, das ich immer wieder höre, das immer wieder nachgefragt worden ist. Und ich glaube, ihr in Bamberg habt das umgesetzt, wenn ich es richtig sehe, mit TYPO3. Und mit OData. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Schön, dass das jetzt alles klappt. Schön, dass das alles mit der Orga so gut hingehauen hat. Und ich hoffe, die Technik klappt jetzt auch die nächste halbe Stunde weiter. Ja, Thema von mir ist jetzt, du hast die Daten schön, Publikations- und Projektlisten aus DSpace Quiz. Wir verwenden in Bamberg DSpace Quiz in Typo 3. Warum in Typo 3? Weil unsere universitäre Website komplett in Typo 3 erstellt wird. Ja. Noch kurz zu meiner Person. Ich heiße Luise Rumpf. Ich arbeite in der Unibibliothek Bamberg unter anderem im Bereich Publikationswesen und auch im Literaturverwaltungsteam. Und das ist auch so der Grund, weswegen ich so zu diesem Thema dazugekommen bin. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr organisatorische, inhaltliche Perspektive und kann zur Technik verhältnismäßig wenig sagen. Falls da Fragen kommen, müsste ich die dann an meine Kollegen weitergeben. Ja, Uni Bamberg ist so eine mittelgroße Uni mit geistes- und sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt. Psychologie, starke Lehramtsstudiengänge haben wir auch noch und Informatik, aber wir sind keine volle Uni, also wir haben keine Naturwissenschaften, keine Medizin, kein Jura. Sehr viele buchaffine Fächer und das macht dieses Thema Publikationslisten für uns auch besonders wichtig. Und die Frage, wie diese Publikationslisten aussehen, denn wir haben ganz viele Leute, denen es eben nicht nur darum geht, dass sie ihre Publikationen irgendwo in einer Liste haben, sondern dass diese Liste eben auch schön aussieht. DSpace bei uns ist live, wie gesagt, als DSpace Quiz seit Oktober 2019 und es ist ein Kooperationsprojekt und zwar sowohl innerhalb der Uni, wo das Dezernat Forschungsförderung und Transfer beteiligt ist, was sich um die ganzen Projektsachen kümmert, das Rechenzentrum und die Universitätsbibliothek. Und Forscience, was ist da alles drin? Eine ganze Menge. Wir haben jetzt wirklich alles zusammengeklatscht. Also wir haben ein Forschungsinformationssystem, deswegen auch DSpace Quiz. Wir haben die komplette Organisationsstruktur der Uni darin abgebildet und alle Forschungsprojekte sollen darin verzeichnet sein. Das ist im Moment noch im Aufbau, aber das soll halt alles mit da rein. Preise, Auszeichnungen und so weiter. Publikationsserver ist eigentlich der große Punkt, wo wir das meiste von vorher hatten, zusammen mit der Unibibliografie. Das sind auch die beiden Bereiche, um die sich die Unibibliothek bei uns kümmert. Und zwar hatten wir vorher einen Opus-Publikationsserver, der auch als Unibibliografie diente. Die Unibibliografie wird bei uns schon seit 1981 erstellt. Das heißt, auch zu diesem Opus gab es natürlich ein Vorgängersystem. Und wir haben alle Daten aus Opus in unser neues FIS-Forschungsinformationssystem übernommen. Und haben im Moment da ungefähr 47.000 Publikationen. Das heißt, wir haben also nicht mit den Publikationen von null angefangen, sondern haben eine ganze Menge Altdaten mitgenommen. Und das ist auch wichtig für die Frage nach den Publikationslisten. War auch ganz wichtig für die Akzeptanz des neuen Systems bei unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern übrigens. Denn die größte Sorge, die sie hatten, war, wir müssen das alles nochmal eingeben. Oh nee, schon wieder. Nee, muss zum Glück niemand machen, weil wir es halt alles übernommen haben. Es gibt auch einen kleinen Anreiz für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Publikationen ins Forschungsinformationssystem einzutragen, nämlich dass das für die leistungsorientierte Mittelvergabe mit herangezogen wird, wenn auch nicht so mit dem Riesenanteil. Gut, was noch? Das Forschungsinformationssystem ist, und das ist ein großer Unterschied zu Opus, an diverse andere universitäre IT-Systeme angebunden. Zum Beispiel ist, hatte ich ja eben schon gesagt, die Organisationsstruktur der Uni komplett in DSpace Quiz abgebildet. Das machen wir natürlich nicht komplett nochmal neu, sondern das ist, wird übernommen, ebenso wie wie die Namen, die ganzen Personen aus dem Identity Management. Und das führt jetzt auch dazu, dass bei uns ganz viele Probleme offensichtlich werden mit irgendwelchen Daten, die aber eigentlich gar nicht aus unserem System stammen, sondern aus einem anderen halt an dieses Forschungsinformationssystem weitergegeben werden. Und bei uns wird das dann angezeigt und die Leute sehen, oh Mist, das ist falsch und fragen bei uns nach, wieso heiße ich hier jetzt eigentlich so? Und dann stellt sich raus, okay, die Daten kommen aus der Personalverwaltung. Also das ist auch was, was jetzt bei uns neu dazugekommen ist, was uns relativ viel Arbeit verursacht, aber wo man auch sieht, wie gut das funktionieren kann, wenn die Systeme dann wirklich zusammenwirken. Die universitäre Website
um deren Anbindung soll es ja jetzt gerade vor allem gehen. Die wird dezentral erstellt. Das heißt, an jedem Lehrstuhl in jeder Einrichtung gibt es einen oder auch mehrere Website-Redakteure mit sehr unterschiedlichem Kenntnisstand, die auch sehr unterschiedlich häufig an diesen Webseiten was machen. Und wir wollten eben eine Lösung finden, damit die Publikationslisten aus dem FIS schnell in ihre Seiten einbinden können. Schöne Publikationslisten. Ja, was ist jetzt eine schöne Publikationslisten? Da kam dann irgendwann jemand aus der IT zu mir und sagte, ja, Luise, hier, wir brauchen Publikationslisten. Sag mal, ich habe hier gesehen, da gibt es verschiedene Standards. Nehmen wir den, da steht was mit ISO davor. Ist das nicht gut? Und ich mache ja auch Literaturverwaltungssupport und kriege deswegen mit, wie viele Leute an der Uni da enorm viel Wert drauf legen, wie diese Publikationslisten aussehen. Und es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen von schön. Ist jetzt eine Literaturangabe für einen Zeitschriftenartikel so schön, wie das die MLA vorschreibt? Oder vielleicht eher so, wie die Deutsche Gesellschaft für Psychologie? Also Jahreszahl weiter vorne und Heftnummer in Klammern. Soll vor der Seite irgendwas stehen, pp-Punkt oder lieber nicht? Sollen die Autorenvornamen abgekürzt werden? Sollen die vielleicht nach vorne? Soll das Ganze auf Deutsch oder Englisch sein? Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und das ist was, was, glaube ich, vielen, die so eher von der technischen Seite her mit Repositorien beschäftigt sind, nicht so klar ist, dass das halt irgendwie echt für viele Leute ein Punkt ist. Es ist wie bei allen Sachen, bei denen es um Standards geht. Es ist wie mit den Zahnbürsten. Jeder möchte eine haben, aber niemand möchte den eines anderen verwenden. Und dann haben wir dann auch irgendwann gesagt, es ergibt jetzt keinen Sinn, dass wir hier drei Zitierstile auswählen und die Leute sich dann dazwischen entscheiden müssen. Dann kommt wieder jeder an und möchte irgendwie eine Sonderlösung. Das gibt es bis jetzt auch bei uns in Typo 3, dass ganz viele Leute sich da was Eigenes gebastelt haben und da möchten wir eigentlich von weg. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir ein etabliertes Format für Literaturangaben verwenden und versuchen, die Daten, die ja bei uns im FIS alle strukturiert vorhanden sind, in ein selber auszuwählendes Zitationsformat überführen lassen. Und das funktioniert ganz gut mit CSL, Citation Style Language. Das wird zum Beispiel auch von dem Literaturverwaltungsprogramm Zotero verwendet. Insgesamt gibt es in CSL über 9500 verschiedene Zitationsstile, also weit weg entfernt von den dreien, die wir mal überlegt hatten, vielleicht anzubieten. Und in diesen Zitationsstilen ist jeweils festgelegt, wie werden Namen formatiert, Vorname, Nachname, abgekürzt, kursiv, bla 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 bla. Und wie sehen Literaturangaben im Text oder in Fußnoten aus? Und wie ist ein Literaturverzeichnis formatiert? Und die Idee ist einfach, dass die Leute sich selber einen Zitierstil aussuchen, der ihnen gut gefällt. Und wir dann aus dem FIS die Daten liefern und über ein Typo3-Plugin sie das Ganze dann in ihre Einrichtungswebsite einbinden können. Wie funktioniert das jetzt von den einzelnen Schritten her? Die Daten kommen aus DSpace Chris, erstmal in den Solar-Index und dann werden sie in OData weiterverwurstet. Und das ist eigentlich so der große Schritt. Deswegen habe ich das auch unten dann alles nochmal verlinkt, was wir da bislang gemacht haben. In OData werden die Daten aus dem Solar rausgezogen und nochmal weiterverarbeitet. Dafür verwenden wir Siteproc, was auch relativ gängig ist im Zusammenspiel mit CSL, um einfach die Vorschriften, die in CSL gemacht werden, als das Ergebnis dieser Vorschriften auszugeben in verschiedenen Systemen. Das Ganze kommt dann bei uns in ein Typo3-Plugin und das wird dann in die Website eingebunden. In OData sieht das Ganze so aus, dass man zwei Möglichkeiten hat. Die eine ist, dass man Publikationen einzelner Personen abfragt. Das ist also die Researcher-ID aus DSpace Chris. Und die andere Möglichkeit ist, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgeschrieben, dass man das über die Organisationseinheit macht, also nicht Researcher-ID, sondern Org-ID. Und CSL ist dann quasi nochmal als einen Schritt dazwischen geschaltet. Sie sehen hier auch, die URL sieht ein bisschen anders aus. Da steht jetzt bei der CSL-Variante der ausgewählte Zitierstil mit drin und wieder die ID der Person. Was man dazu dann auch noch wissen muss, ist halt einfach, wie diese Zitierstile heißen. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Steht auch hier unten auf der Folie noch mal
Nein, auf der hier mit drauf. Es gibt eine Seite, auf der man diese Zitationsstile suchen kann und nach bestimmten Kriterien filtern. Wenn man halt noch nicht weiß, nach welcher Zeitschrift man zitieren möchte oder so, kann man halt auch sagen, ich möchte jetzt nur sozialwissenschaftliche Zeitschriften mit Author-Date-System und so weiter. Das heißt, diese Bezeichnung muss man sich merken und das ist auch noch momentan eine der Hürden für unsere Autoren, dass sie sich einfach einmal raussuchen müssen, welchen Zitierstil sie verwenden wollen. Aber die Alternative wäre ein Dropdown-Menü gewesen mit 9500 Punkten und das erschien uns wenig praktikabel. Gut, jetzt kommt die obligatorische viel zu kleine Screenshot-Folie. Es geht auch gar nicht darum, dass Sie den Text lesen. Es geht nur darum, dass Sie grob sehen, links und rechts steht fast das Gleiche, aber ganz unten ist auf der rechten Seite jetzt noch was dazugekommen und das wird jetzt größer, nämlich das, was quasi mit CSL und Sideproc bei uns in OData gemacht wird. Sie sehen, was da dann ausgegeben wird, ist quasi ein fertig formatierter HTML-Schnipsel, der in Typo 3 eingebunden wird. Was da auch mit drin ist, und das ist eine sehr schöne Sache, die wir bislang nicht hatten, technisch jetzt nicht so der Knaller, aber also nicht so aufwendig, aber trotzdem vom Ergebnis her sehr, sehr schön, dass wir einen direkten Link ins Forschungsinformationssystem zu dieser jeweiligen Publikation haben. Das hatten wir bislang nicht. Das heißt, die Leute haben in Typo 3 ihre Listen gepflegt, hatten das alles in Opus nochmal und die wenigsten haben das irgendwie zusammengebracht. Das passiert eben jetzt auch automatisch mit der Verlinkung und das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, fertig formatiert, sehen Sie. Genau, was kommt jetzt in dieses Typo 3-Plugin rein? Was wird da geliefert? Einmal die Grundeinstellung, also geht es jetzt darum, dass wir für eine Person oder für eine Organisationseinheit Publikationslisten erstellen möchten. Der Zitationsstil selber, das ist das, was ich eben auch schon kurz gezeigt habe, also diese Bezeichnung des CSL-Zitationsstils. Die ID, also entweder die Researcher-ID, wenn es um eine Person geht, oder die Organisationseinheits-ID, wenn es um die Organisationseinheit geht. Dann optional Filter, zum Beispiel nur bestimmte Jahre, nur bestimmte Dokumenttypen oder nur Publikationen, in deren Metadaten bestimmte Begriffe auftauchen oder Ähnliches. Sortierung in der Regel nach Jahr absteigend, das ist so der Standard, den die Leute in der Regel haben wollen. So, und das Ganze wird dann, Sie sehen es weiter unten auf der Folie, zusammengesetzt. Und das ist einer der großen Knackpunkte. Das haben wir nämlich jetzt gerade noch nicht viel schöner hingekriegt als so. Ich habe da jetzt ständig mit zu tun. Ich kann das mittlerweile alles gut lesen und das ist kein Problem. Aber eine Sekretärin, die eine Lehrstuhl-Website macht und sich mit diesem Thema beschäftigt, tut sich eventuell damit ein bisschen schwer. Ich gehe noch ganz kurz auf Projektlisten ein, aber nur ganz kurz. Denn im Grunde genommen ist das hier genau das gleiche Verfahren, nur der spannende Schritt mit der Citation Style Language fällt weg. Natürlich sind es ein bisschen andere Felder, die da ausgegeben werden als bei Publikationen, aber im Grunde genommen, die Schritte sind die gleichen. Es läuft auch wieder über OData. Was hatten wir uns dabei einfacher vorgestellt? Beziehungsweise was funktioniert gerade noch nicht so ganz rund? Was sind die Baustellen, an denen wir momentan gerade arbeiten? Das erste ist Literaturverzeichnis versus Publikationsliste. Das war so ein Punkt, an den hatten wir am Anfang überhaupt nicht gedacht. CSL ist ja entwickelt worden, unter anderem für Literaturverwaltungsprogramme. Und da geht es halt dann bei den Vorschriften für ein Literaturverzeichnis darum, dass man die in Text erwähnte Literatur am Ende nochmal schön in ein Verzeichnis packt. Und das ist in der Regel alphabetisch sortiert nach Autoren. Und dann werden manchmal, je nach Zitierstil, einfach ab dem zweiten Eintrag zum Beispiel die Namen weggelassen, wenn sie sich wiederholen. Wenn ich jetzt aber eine Publikationsliste für einen Autor habe, die der auf seiner Website haben will, will der natürlich nicht, dass da immer nur derselbe steht oder Strich ab dem zweiten Eintrag. Und diese alphabetische Sortierung ist auch nicht so super, weil die nach Autoren geht und dann auch nach Autorengruppen. Also es kommt erst Autor A, alle Publikationen nach Jahren absteigend, dann kommt Autor A mit Co-Autor B, alle Publikationen nach Jahren absteigend, Autor A mit Co-Autor C nach Jahren absteigend und so weiter. Und bei einer Publikationsliste möchte man es normalerweise ja eher so haben, dass es insgesamt antichronologisch ist. Also egal mit welchen Co-Autoren, es geht halt mit 2020 los und dann zeitlich rückwärts.
Sortierung, Filter und Auswahlmöglichkeiten insgesamt ist nochmal so ein großes Thema. Also da gibt es halt in CSL bestimmte Vorschriften, nach denen sortiert wird. Die Daten kommen natürlich auch in einer gewissen Reihenfolge, ich sage jetzt mal ganz untechnisch, aus DSpace raus. Die werden in OData bearbeitet. OData bietet auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, um zu sortieren, zu filtern und auszuwählen, die wir bislang auch noch gar nicht alle nutzen. Also da nochmal genau zu gucken, was können wir mit OData jetzt eigentlich auch alles noch machen, was wir bislang nicht gemacht haben, ist nochmal so ein Punkt. Ich komme gleich zum Ende. Und das ist auch was, wo wir Anfragen bekommen. Also wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Personen aus der Liste von Organisationseinheiten ausgeschlossen werden sollen, weil zum Beispiel eine Professorin die Publikation ihres Vorgängers einfach nicht in der Liste vom Lehrstuhl mit drin haben möchte oder Filter und Auswahlmöglichkeiten kombinieren. Also das sind so Sachen, die häufig nachgefragt werden und wo wir einfach gerade noch ein bisschen dran bauen. Dann Integration von Abstracts. Auch da ist es so, die Daten haben wir natürlich im FIS. Aber das jetzt so darzustellen, dass das mit dem Typo3-Plugin, was sehr rudimentär ist, hinhaut, ist momentan noch schwierig. Also das hätten wir gerne schöner, einfach so, dass man die Abstracts dann auch ein- und ausklappen kann, erst eine kurze Literaturliste hat, dann alle Abstracts aufklappen kann oder nur bestimmte. Also das sind einfach Sachen, an denen wir jetzt gerade noch dran sind. Eingabekomfort für Webredakteure. Das Gute ist ja, man muss das in der Regel nur einmal machen. Man überlegt sich bei so einer Typo3-Seite, was will man da haben, welche Publikationen, und dann kommen die halt einmal dahin. Dann muss man einmal diese Abfrage zusammenbauen und dann hat man es. Aber man muss sie halt einmal zusammenbauen. Und da überlegen wir jetzt gerade, ob wir das völlig losgelöst von DSpace und von Typo3 einfach mit so einem kleinen Wizard machen, wo man sich das zusammenklicken kann, damit man eben nicht diese URLs einzeln zusammenbauen muss. Denn das ist, wie gesagt, nicht für jeden gut machbar. Mehrfaches Mapping war einfach so ein kleiner Stolperstein. Dadurch, dass die Daten erstmal in den Solr kommen und von da wieder raus, muss man halt zweimal mappen. Wenn man irgendwas ändert, muss man es zweimal ändern. Und ein großer Punkt noch sind Ladezeiten und Cache in Typo3, wo wir auch so ein bisschen aneinander geraten sind mit den Anforderungen, die andere Abteilungen der Uni haben, was jetzt zum Beispiel das Caching angeht, wie regelmäßig das erneuert werden soll. CSL dauert immer ziemlich lange und deswegen dauert es, bis diese Seiten laden. Und da haben wir momentan auch eine Lösung, die noch nicht ganz so schön ist mit mehreren Cache-Ebenen. Und das lässt sich vielleicht auch noch verbessern. Und dann der allerletzte Punkt. Ich habe gesagt, wir haben schon was an Daten da gehabt, ziemlich viel. Altdaten aus dem Vorgängersystem und dem Vorgängersystem des Vorgängersystems. Wir hatten da zum Teil andere Dokumenttypen, andere Vorschriften. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Datensätze, wie den jetzt hier im Beispiel, wo die Daten nicht in dem Feld stehen, in das sie eigentlich reingehören. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie in der Anzeige jetzt nicht so schön aussehen. Und das ist jetzt ja ein so ein Punkt, der einfach uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird und für den es jetzt ganz praktisch ist, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten, denn so diese Datenpflegesachen sind die, zu denen man sonst ja irgendwie nicht so häufig kommt. Ja, gut. Das war's zu den Literaturlisten aus DSpace Chris in Typo3. Jetzt freue ich mich auf Fragen und sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt viele Fragen. Welchen Citation Style Language Prozessor benutzt ihr? Also konkret, der Hintergrund der Frage ist eigentlich nur, ich hatte überlegt, ob wir sowas mal für DSpace realisieren. Also ich habe auch mal in irgendeinem Rahmen daran gearbeitet und wir hatten das Problem, wir haben einfach keinen gefunden, der kompatibel zur BSD-Lizenz von DSpace war. Das ist wahrscheinlich kein Problem für euch, weil ihr es nicht zwingend veröffentlichen müsst, aber okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also müsste man vielleicht mal Philipp Rumpf fragen oder Steffen. Ja. Weißt du, welche Typo3-Version eure Uni nutzt? Nicht auswendig, ich guck's nach. Einen Moment. Das sind jetzt die Fragen, auf die man eigentlich hätte vorbereitet sein können. Ne? Doch, nicht zwingend. Du kannst es sonst auch gerne nach im Chat nachreichen. Ja, das mache ich dann. Das ist eine Detailfrage, die wir einfach später in den Chat verlagern könnten. Okay. Bezüglich der Darstellung von Publikationslisten auf Webseiten, wenn es im FIS auch Open Access Volltexte gibt, wird die Information auch an die Webseite durchgereicht? Also zum Beispiel ein OA-Logo oder die Repo-Version gleich verlinkt oder ähnliches? Bislang nicht. Also den Link haben wir ja drin. Der ist ja bei jeder Literaturangabe haben wir einen Link ins FIS auf
die jeweilige Publikation und von da ist es ein Klick weiter. Aber das OA-Logo geben wir bis jetzt nicht mit durch. Also das ist auch so ähnlich wie mit den Abstracts. Das wäre was, was wir eigentlich gerne noch machen würden, wo wir momentan einfach daran scheitern, dass diese Einbindung, ich sag mal, typo-dreiseitig gerade noch sehr begrenzt ist. Wie sieht es zum Beispiel mit der Sortierung nach Peer-Review, ja, nein, aus oder nach Publikationstypen? Das ist eine von diesen Filtergeschichten. Also das ist in OData möglich. Und auch umgesetzt dann Business Typo 3 hindurch? Ja, also Typo 3 macht da ja relativ wenig. Ich kann nicht aus dem Typo 3 sagen, wie es sortieren soll, sondern ich muss das vorhin in der Abfrage statisch definieren dann quasi. Genau, genau. Okay. Also Typo 3 ist eigentlich wirklich nur noch die Anzeige der fertigen HTML-Schnipsel. Also das in Typo 3 selber passiert da nicht viel. Bieten Sie in Bamberg auch das Erstellen von Zitationsstilen nach eigenen Kriterien an, um diese dann gegebenenfalls auch in Typo 3 einzubinden? Oder stehen in Anführungsstrichen nur die 9000 Styles der CSL zur Auswahl? Das war genau der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir nehmen CSL und machen das nicht, wie wir das bei Citavi bislang gemacht haben, dass wir Support für einzelne Sonderwünsche anbieten, weil das einfach in großem Maße wahrgenommen wird und unverhältnismäßig viele Ressourcen dafür frisst, wie viele, ja, letztendlich Kommata das dann noch betrifft. Also wir haben gesagt, wer möchte, wer da keinen findet, kann sich gerne an uns wenden und wir helfen dann dabei, einen neuen zu erstellen, der dann für alle zur Verfügung steht. Aber so dieses, jeder macht was ganz Individuelles nur für sich alleine, das wollten wir explizit nicht. Philipp Rumpf hat ergänzt, dass ihr als CSL-Prozessor Siteproc verwendet und da ist die API leider nicht kompatibel. Das heißt, eine Veröffentlichung könnte schwierig werden. Das nur kurz dazu nochmal. Können Sie ein paar Beispiele von Institutionswebseiten anhängen an die Folien, wie die Publikationslisten live aussehen? Ja, das mache ich. Das ergänze ich dann einfach in den Folien noch, dass man es nachgucken kann. Super. Genau, das waren die Fragen. Da kommt schon die nächste Frage. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Eine Frage an Ihre Techniker. Über welche Schnittstellen sind diverse Unisysteme angebunden? Philipp? Ich gehe mal davon aus, dass Philipp Rumpf gerade am Tippen ist. Ich hoffe. Ah ja, jetzt sehe ich auch die Fragen wieder. Ja, Entschuldigung, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wir verwenden Shibboleth für die, beziehungsweise unter Shibboleth baut auf dem IDM auf und wir kriegen die IDM-Sachen als CSV über einen nächtlichen Sync. Welche Umsysteme jetzt genau gemeint sind, ist mir gerade nicht so hundertprozentig klar. Ich glaube, es war eine allgemeine Frage danach, welche Systeme ihr so über welche Schnittstellen angebunden habt. Ja, Entschuldigung, ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Das tut mir etwas leid. Kein Problem. Wir haben diverse Systeme angebunden. Wir haben externe Systeme angebunden, wie DNB zum Beispiel über das die GND, über das den Zugriff auf die GND. Das war jetzt, glaube ich, nicht genau die Frage. Entschuldigung, ich bin... Nee, also in der Uni, die Frage von der Uni haben wir die Daten aus dem Identity Management, also da haben wir die Personen her, wer derzeit an der Uni beschäftigt ist und diesen Organisationsbaum, welche Einrichtungen es gibt, welche Untereinrichtungen die haben, ob die Vorgängereinrichtungen haben und so weiter. Genau, wir bekommen aus unseren externen Systemen Projekte und Organisationseinheiten, die dann etwas nachbearbeitet werden. Das heißt, die kommen als Excel-Tabellen über den DSpaceCris Entities-Import rein, aber entstehen dann aus den Vorgängersystemen, die ich jetzt leider auch nicht benennen kann. Das macht das Dezernat Forschungsförderungstransfer.
Und welche Schnittstellen sind dafür im Einsatz? Das ist tatsächlich ein Import über Excel-Tabellen, der dann erfolgt. Okay, Namensänderungen habe ich gerade gesehen. Kam auch noch eine Frage. Genau, wie gehen Sie mit Namensänderungen? Ja, wir bekommen die Daten von der Uni und wenn sich da ein Name ändert, dann wird der auch bei uns geändert. Wir haben es aber auch so umgesetzt bei uns, dass wir gesagt haben, alles, was wir an Daten von der DNB bekommen, ist für uns, gerade als Bibliothek, einfach nochmal eine Stufe besser. Und wenn sich jetzt bei uns, also wenn wir jetzt die Nachricht bekommen, es hat sich ein Name geändert, zum Beispiel durch eine Heirat, dann sehen wir zu, dass wir die aktuellen Daten auch in die DNB bekommen, in die GND. Und wenn wer aus der GND diese Info bekommen, jetzt mal angenommen zum Beispiel, das passiert glaube ich nicht so häufig, aber wenn wir die Info von der DNB bekommen, bevor das in dem Unisystem umgesetzt wäre, dann würde bei uns der GND-Name angezeigt und nicht der Name aus dem Uni-IDM. Also das ist ja zum Beispiel auch dann wichtig, wenn Leute nicht unter ihrem offiziellen Namen in der Regel publizieren, sondern in der Regel einen anderen Namen verwenden, dann sehen wir zu, dass wir diesen Namen aus der GND übernehmen oder ihn halt als Bibliothek da eintragen, wenn er da noch nicht vorhanden ist, wenn das der in der Regel auf Publikationen verwendete ist und dann ist das in der Regel auch das, was die Leute in ihren Listen haben wollen. Super, dann herzlichen Dank für den Vortrag, herzlichen Dank für die Beantwortung aller Detailfragen. Noch nicht ganz klar. Und viele aber Grüße nach Bamberg. Es gibt noch eine Frage hier. Ja, aber das, ja, das hat nichts mit dem Vortrag zu tun. Ja. Okay, Dankeschön. Gerne.